Hello and welcome to a new video on my channel. Hello. Ich habe heute ein Glam-Drogerie-Schminkvideo für euch. Diesen Look, den ich jetzt hier gerade trage, der ist komplett entstanden mit Drogerieprodukten. Ich habe festgestellt, dass auf meinem Instagram, wenn ich mal irgendwas zeige beim Thema Schminke oder allgemein, merke ich, dass von euch oftmals die Frage kommt, Jenny, hast du nicht da irgendwie so eine Alternative? Ich bestelle nicht so gern online, mir ist das zu teuer und so weiter und so weiter. Deswegen habe ich gedacht, dass dieses Video jetzt sehr, sehr passend wäre. Und ich zeige euch, dass man auch nur mit Drogerieprodukten ein Full-Face-Glam-Make-up schminken kann. Und wie ich das Ganze gemacht habe und welche Produkte ich verwendet habe, das seht ihr jetzt im Video. Also viel Spaß! Als allererstes beginne ich mit einer Base. Und zwar benutze ich da die von Love. Ich benutze immer einen Primer. Warum ist so ein Primer so wichtig? Nummer 1, es ist eine Barriere sozusagen zwischen der Foundation und eurer Haut. Weil wenn ihr die Foundation direkt auf eure Haut auftragt, dann verstopfen die Poren. Und die Haut hat ja auch Stellen, wo sie trockener ist. Und dann zieht sie sich sozusagen aus dem Make-up die Feuchtigkeit und es wird fleckig. Ich habe zum Beispiel im Gesicht keinen Selbstbräuner aufgetragen, deswegen sieht das gerade ein bisschen komisch aus, weil im Gesicht bin ich mega weiß und mein Körper ist halt gebräunt und habe mein Gesicht ausgelassen, weil auch Selbstbräuner die Poren verstopft. Manchmal benutze ich auch Selbstbräuner im Gesicht, aber jetzt aktuell nicht und passe dann sozusagen einfach meine Foundation meinem restlichen Körper an. Also ihr könnt sehen, so die Verpackung ist eine kleine, so ein bisschen schimmernde Tube. Steht drauf, es ist ein Poren- und Linien- minimierender Primer. Ich muss sagen, in der Drogerie war es nicht ganz so einfach bei dem Thema Primer. Also da war wirklich das Sortiment sehr begrenzt. Er fühlt sich sehr smooth an auf der Haut, also wirklich weich und porenverkleinernd oder mattierend ist er. Um Pickel und Rötung auszugleichen, mache ich Color Correcting. Das heißt, die Stellen, die rot sind oder bläuliche Augenschatten und so weiter, werden mit der Gegenfarbe vorher schon mal ausgeglichen. Und zwar ist das der Prime & Fine Anti-Red Cover Stick. Also das ist wirklich so ein dicker Stift und ja, den könnt ihr euch ganz einfach auf Rötungen auftragen und da ist das vorher schon mal so ein bisschen ausgeglichen. Also tragen wir uns das direkt jetzt mal hier auf. Ich habe Lippen-Permanent-Make-up, was versaut ist und von der Farbe her nicht ganz hinhaut. Deswegen gebe ich das Ganze auch ein bisschen über meine Lippen. Bei den Foundations war es für mich gar nicht so einfach, meinen richtigen Ton zu finden. Ich habe jetzt zwei zur Auswahl, die ich favorisiere. Und zwar ist das einmal die Max Factor 3-in-1 Foundation und die Catrice Liquid Camouflage. Ich habe die zum Beispiel in der Farbe Sand Beige. Also die würde halt jetzt besser zu meinem Fake Tan passen. Ich gebe mir das Ganze erstmal hier auf so einen Buffer Brush, der ist von Morphe. Die Pinsel, die ich heute verwende, sind keine Drogerie-Pinsel. Das wäre einfach zu umständlich, sage ich jetzt mal, gewesen. Und trage mir das Ganze erstmal mit dem Pinsel auf. Und mache dann immer solche Bewegungen, und zwar so Dreierbewegungen. Das habe ich damals in der Masterclass. Macht er immer dreimal. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Weil manchmal ist es so, wenn man dann mega oft mit dem Pinsel übers Gesicht geht, dass dann einfach man sich die Foundation sozusagen sogar wieder abträgt. Und weiter geht's mit Concealer. Also alles, was unsere wunderschönen Augenringe abdecken lässt und uns total wach aussehen lässt. Ich zeige euch mal drei Favoriten. Und zwar ist das einmal die Catrice Camouflage Creme. Ich finde die von der Deckhaft wirklich sehr, sehr gut. Ich finde vom Farbton her, für mich persönlich, da ich eher ein hellerer Hauttyp bin, könnte die noch ein bisschen heller sein. Ich finde, der hellste Ton ist selbst für mich so ein bisschen so beige und es kann schnell, sage ich jetzt mal, gräulich wirken. Aber so im Großen und Ganzen finde ich die eigentlich ganz gut. Den zweiten Concealer, den ich euch empfehlen kann, das ist der NYX HD Concealer. Den benutzt meine Mama, benutzt den, ich glaube meine Schwester benutzt den. Ich habe damals wirklich immer sehr, sehr oft diesen Concealer benutzt und habe gesagt, ihr müsst den ausprobieren in der Farbe Porzellan, der ist so gut und das ist er auch wirklich. Und welcher auch noch richtig gut ist, und zwar ist das der Concealer
Conceal and Define von Makeup Revolution. Das sind ja die, ich sag mal, relativ neuen Concealer, die jetzt ziemlich auf YouTube gehypt werden. Also das ist ja dieser, der so der Tube sozusagen zu dem Tarte sein soll, also der Tarte Shape Tape, und das kann ich auch wirklich bestätigen. Der ist vom Applikator und so wirklich ziemlich ähnlich und auch beim Auftragen und ist halt viel günstiger. In der Farbe C2 habe ich den. Das ist wirklich sehr, sehr hell. Und ja. Ich trage mir den dreieckförmig unter meinem Auge auf, nicht zu viel, also ich gehe nicht nochmal extra in das Produkt rein, weil das reicht völlig aus, weil ihr müsst immer bedenken, dass ihr das noch verblendet und wo wollt ihr dann so viel Produkt sozusagen hinblenden. Das Ganze verblende ich als allererstes mit diesem Pinsel, das ist der Pinsel von Felicity Design, das ist der einzigste Pinsel, den ich habe, der in so einer Art und Weise ist, also ein kleiner Pufferpinsel. Mit dem Pinsel finde ich, dass die Deckkraft dann so mehr erhalten bleibt. Dann nehme ich nochmal meinen Schwamm und arbeite das sehr, sehr nah am Wimpernkranz mit meinem Schwämmchen ein. Schade, es hat gerade meinen Schritt, wo ich meinen Creme-Highlighter aufgetragen habe, nicht aufgenommen. Aber nochmal ganz kurz für euch. Und zwar habe ich mir jetzt hier so einen Schimmer aufgegeben. Es ist nicht so einfach in der Drogerie so einen Creme-Highlighter zu finden. Also ich fand, die Auswahl war da echt begrenzt. Aber es gab mal von Essence. Und zwar dieser hier, das ist der Holo Wow Stick. Ja, so ein bisschen Rosé irgendwie, richtig geil auf alle Fälle. Und den habe ich mir jetzt hier auf meinem Beauty Blender so aufgetragen. Ich wollte den nicht direkt auf die Haut machen, weil ich Angst hatte, dass ich mir dann irgendwie die Foundation abtrage. Und das hat wirklich echt supi funktioniert. Ich kann ja nochmal so ein bisschen nachgehen. Und habe mir den halt auf meine Wangenknochen aufgetragen. Hier ein bisschen und hier. Dann wollte ich einen Creme-Contour-Stick. Allerdings gibt es ja diese von Maybelline und ich hatte den schon mal und fand den auch nicht so gut. Deswegen habe ich geguckt, okay, was kannst du denn da noch nehmen als Creme-Basis? Habe dann von Makeup Revolution diese Palette hier gesehen. Und zwar ist das die Camouflage Concealer Palette. Ich habe die jetzt einfach mal mitgenommen und werde einfach mit diesem dunkelsten Ton versuchen, jetzt eine Creme-Contour zu machen. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen. Direkt rein in das Produkt und ich hoffe, dass ich mir jetzt meine Foundation nicht abtrage und dass das nicht irgendwie fleckig oder so wird. Also so von der Farbe her geht eigentlich. Und verblenden tue ich das Ganze mit meinem Real Techniques Sponge. Also lässt sich richtig gut verblenden und wirkt auch jetzt nicht irgendwie. Warte, ich muss mir das mal kurz näher angucken. Schön. Oh mein Gott, das habe ich noch nie benutzt. Oh mein Gott, schön. Seht ihr das? Sieht null fleckig aus. Geil. Ich verwende zum Nachzeichnen für meine Augenbrauen eigentlich so im Alltag meistens einen Stift. Und dieser ist aus der Drogerie. Und zwar ist das dieser hier. Das ist der NYX Micro Brow Pencil. Ich habe mir den jetzt in einer neuen Farbe geholt und zwar in der Farbe Taupe. Ich habe eigentlich auch die Farbe Brünett und Espresso. Die Farbe Taupe ist perfekt geeignet, wenn du so einen Aschblond hast oder so einen dunkelblonden Ansatz und das nicht ganz so auffällig haben willst. Also da ist die Farbe wirklich perfekt dafür. Und ich zeichne sozusagen meine Augenbraue damit nach und fülle einfach die kleinen Lücken ein bisschen auf. So, Augenbrauen sind ready. Jetzt geht's weiter mit Puder. Ja, habe ich geschaut, Baking Powder. Was für ein Baking Powder gibt's bei Rossmann, DM und Co. Und zwar dieses hier. Das ist das Maybelline Master Fix. Das ist ein kleines, loses, transparentes Puder. Damit kann man Foundation, flüssige Produkte setten und matt machen. Das werden wir jetzt verwenden. Ich mache das meistens so, gebe mir davon etwas hier in den Deckel und nehme dann das Produkt aus dem Deckel. Hierfür verwende ich den Sponge von Morphe und denkt immer dran, wenn ihr nach oben guckt und das, was an Concealer hier schon in euren Augenfältchen drin ist, das wird dann auch so bleiben. Also das settet ihr quasi so. Deswegen immer vorher nochmal schauen, dass auch kein Creasing entsteht. Und dann drücke ich mir das so komplett unter mein Auge und lasse im hinteren Bereich, versuche ich zumindest, den Highlighter ein bisschen aus. Boah, das stiebt wirklich extrem. Also es ist wirklich sehr fein. Also was ja gut ist, aber es stiebt.
Ich weiß gar nicht genau, ob es das Maybelline-Puder auch noch, ob es das nur in dieser transparenten Farbe gab oder auch in dem leicht gelblichen Ton. Das würde mich ja eigentlich mal so interessieren. So, jetzt hätte ich meine Foundation. Ich gehe erstmal hier unterhalb so lang. Beim Lidschatten hätte ich gerne von Love diese Palette gehabt. Die gab es aber nicht mehr, die war ausverkauft. Deswegen habe ich hier einmal die Mrs. Bella Palette und dann von Make-up Revolution die Neutrals versus Neutrals. Was sagt ihr, welche soll ich eher benutzen? Ich tendiere ja eher zu dieser hier. Weil ich sag mal, sonst zur Drogerie, so ein bisschen Nude kann ja auch jeder eigentlich, ja. Na, wir gucken mal. Ich sette erstmal mein Augenlid und verwende dabei diesen Ton hier aus der Mrs. Bella Palette. Das ist der Ton Pure. Der eignet sich sehr gut zum Setten und einfach das Ganze schon mal so ein bisschen heller zu machen. Dann gehe ich in die Make-up Revolution Palette und benutze diesen Ton hier und trage mir das Ganze schon mal in meiner Crease auf und verblende das Ganze. Dann nehme ich einen sauberen Blenderpinsel und verblende mir das Ganze nach oben hin. Also der Ton lässt sich wirklich sehr, sehr gut verblenden, beziehungsweise der Lidschatten. Auf alle Fälle macht immer so kleine kreisende Bewegungen nach hinten, nach vorne und dann macht der Lidschatten das schon von ganz alleine, dass der weich wird. Das Verblenden ist halt wichtig und traut euch ruhig, so ein bisschen höher zu gehen, also wirklich hier hinten so diese ganze Fläche zu nutzen. Ich weiß, dass viele wirklich immer sich nur so hier auf diesen Bereich beschränken, also auf den beweglichen Lid. Jetzt verwende ich diesen dunkelroten Ton hier und trage mir den so im hinteren Bereich auf. Boah, der ist krass pigmentiert, guckt euch das an. Heftig. Und tupfe den wirklich so in meine Lidfalte. Dann nehme ich wieder meinen Blendingpinsel und verblende das Ganze. Bei dem Ton müsst ihr aufpassen, verblendet das nicht zu sehr nach außen. Also wirklich eher bleibt in dem Bereich, wo ihr die Farbe aufgetragen habt. Nicht zu sehr nach außen, eher nach innen auf das bewegliche Lid. Jetzt gehe ich mit meinem Finger in diesen schimmernden Ton hier rein. Das ist sehr hübsch. Dann gehe ich nochmal in diesen hellen roséfarbenen Ton. Dann benutze ich diese Palette von Make-up Revolution. Das ist eigentlich eine Highlighter-Palette mit sehr vielen verschiedenen Tönen. Ich benutze allerdings jetzt diesen goldenen hier und ein bisschen den. Jetzt gehe ich in diesen dunklen Braunton hier rein und tupfe mir das Ganze so im hinteren Bereich von meinem Auge, dass das einfach dann so ein bisschen wärmer wird und nicht ganz so rötlich, sage ich jetzt mal, aussieht. In der Kamera wirkt das eh ein kleines bisschen mehr rot, als es ist, aber ich möchte lieber so ein warm bronzy. Nochmal den Ton Sally. Als Highlighter verwende ich aus der Mrs. Bella Palette den Gold Digger. Hierfür sprühe ich meinen Pinsel so ein bisschen an. Das war wirklich das Einzige, was ich leider nicht gefunden habe. Und zwar werde ich jetzt das MAC Prep and Prime finden. Also ich habe kein Feuchtigkeitsspray. Fixierspray habe ich zwar gefunden, aber jetzt nicht so ein Feuchtigkeitsspray. Nutze ich den und setze mir das Ganze so ein bisschen in den Augeninnenwinkel. Dann gehe ich in den Ton Lumos. Das ist ein sehr, sehr schöner Augenbrauen-Highlighter-Ton und tupfe das Ganze so ganz leicht unter meine Augenbraue lang. Und gehe auch nochmal ganz leicht mit Gold dicker drüber, um dann nochmal so ein bisschen so eine Verbindung zu schaffen zu dem sehr warmen Ton. Jetzt verwende ich für NYX den Mattliner. Ich ziehe mir keinen direkten Eyeliner, sondern ich fülle nur so ein bisschen meinen Wimpernkranz auf, also ich verdichte sozusagen den Wimpernkranz und gehe da einfach nur so ganz leicht hier da dazwischen. So, nachdem ich meinen Wimpernkranz verdichtet habe, ich möchte mir gerne Fake Lashes aufkleben. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Ich bin mir immer noch nicht ganz so einig, ob es gut ist, Mascara vorher zu machen oder gar kein Mascara und das dann erst hinterher zum Verbinden der Lashes. Also selbst ich weiß immer noch nicht so richtig, welche Variante mir besser gefällt. Auf alle Fälle habe ich zwei Mascara aus der Drogerie und zwar ist das einmal von Essence, der Volume Stylist und welche ich auch ganz gut finde und zwar ist das die Catrice Glam & Doll. Kennt ihr noch diese kennt ihr diese I Love Extreme Mascara von Essence? Das war echt meine Lieblings-Drogerie-Mascara. Ich klippe mir meine Wimpern, das mache ich, wenn die Kamera aus ist. Ich benutze Wimpern Nummer 1 von Jacket Beauty Shop. So, Wimpern sind drauf. Weiter geht's mit Contouring, beziehungsweise ich möchte mein Gesicht so ein bisschen aufwärmen. Da habe ich
das hier gesehen, und zwar ist das von Essence ein Matt Blush eigentlich, aber ich fand die Farbe halt doch... Dann habe ich von Catrice dieses Prime and Fine Set und dann nochmal so ein Konturton halt. Und hinten ist auch nochmal so eine kleine Abbildung, dass man das zum Konturieren verwenden kann. Und dann habe ich von Makeup Revolution noch diese Palette hier. Lange, und ich weiß, dass die richtig geil ist. Also diese Highlighter da drin sind geil und diese Töne auch. Also ich würde den zwei ja eine Chance geben. Ich benutze als allererstes diesen Ton hier und trage mir den da auf, wo sozusagen die Cremekontur vorhin war und auch so ein bisschen noch auf meinen Wangen. Und am Haaransatz trage ich mir den auf. Ich mag das immer gerne, wenn das da so ein bisschen dunkler ist. Jetzt gehe ich in den dunkleren Ton und intensiviere das Ganze nochmal so ein bisschen. Wir wollen ja heute hier full Contour und full Glam. Wie findet ihr denn eigentlich so meine neue Beleuchtung und meine neue Kamera? Das würde mich ja mal interessieren. Im Gegensatz zu meinem anderen Video würde ich sagen, ich habe versucht, das Beste rauszuholen mit den Utensilien, die ich habe. Ja, das Ganze mal ein bisschen besser eingestellt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir das einfach unten mal hinschreibt, ob ihr das eventuell, falls ihr das andere Video gesehen habt, jetzt besser findet. Oder findet ihr das zu hell? Was würdet ihr an meiner Stelle verändern? Also... ich hätte gern ein paar Tipps von euch in dieser Richtung. Als Blush verwende ich von Essence die Nummer 20. Das ist der Berry Me Up. Ich finde den Ton, ja, der hat mich wirklich sehr, sehr angesprochen. Ich mag, wenn man Rouge so ein bisschen aufbauen kann. Also das heißt, ich hoffe, dass der jetzt nicht gleich so mega Farbe abgeben wird. Ich gehe auch nur mal hier so ein bisschen rein. Bitte, hoffentlich versaue ich es mir jetzt nicht. Ich hasse das, wenn man dann so... Apfelbäckchen hat irgendwie, also so starke Farben. Oh nein. Oh, guckt mal, wie schön der ist. Oh mein Gott. Da denke ich mir, warum soll ich irgendwie mega viel Geld ausgeben für einen Blush? Gut, das könnte man bei allen Produkten sagen, aber weiß ich nicht, wenn der so schön ist. Ich hatte früher mal schon gerne von Essence so diese Blushes. Jetzt geht's weiter mit den Lippen. Da war ja die Auswahl wirklich sehr, sehr groß. Also ich finde, Lippenprodukte in der Drogerie gibt es wirklich mega viele von Lipgloss, Lippenstift, Liquids mittlerweile. Ich meine allerliebsten Lieblingsliquids. Und zwar sind das die Maybelline Ink. Ich werde heute zwei mischen. Einmal die Farbe 65 und einmal die Farbe 05. Im oberen Bereich von meinen Lippen mache ich mir immer so ein kleines Kreuz. Ist das nicht eine wunderschöne Farbe? Nude Tone. Ich wollte ja zu den Augen nicht jetzt sowas Extremes. Um die Lippen etwas größer wirken zu lassen, benutze ich die Nummer 05 und trage mir den mittig auf. Und dann gehe ich auch immer noch mal ganz leicht mit meinem Finger so drüber. Ich weiß nicht, das mache ich immer. Ich finde, dass das sich dann besser verblendet. So, wir sind fast fertig. Zum Reinigen von meinen Händen zwischendurch benutze ich gerne das hier. Das ist auch aus der Drogerie. Und zwar sind das die Baby-Reinigungstücher. Ich liebe diese Reinigungstücher. Ich finde mit denen irgendwie, da geht wirklich alles ab. Beim Highlighter war es richtig schwierig, irgendwie was Schönes zu finden. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Also das verstehe ich irgendwie nicht. Aber ich bin dann doch wieder bei Makeup Revolution hängen geblieben. Und zwar habe ich mir da diese Palette, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, ausgesucht. Ich habe sie schon mehrfach verwendet. Ich finde sie halt im Gegensatz zu diesen, sage ich jetzt mal, hochwertigen Highlightern, die ich sonst habe, krümeliger und mehr so, kennt ihr das, so sichtbar auf der Haut, wenn das Puder, diese Glitzerpigmente so sichtbar sind. Wollen wir uns mal an den hellen herantrauen. Morphe M510. Dass ich mir jetzt versaue. Ich mag nicht, wenn das dann so mega weiß aussieht. Warum nehme ich dann die weißen? Diesen hier, der ist so ein bisschen, der sieht so eher aus wie meine, die ich sonst so nehme, mit so Rosé-Gold. Und tragen wir den einfach nochmal drüber auf. Ich glaube, diese Mischung, oh mein Gott. Da sagt mal einer, ja, dass man mit Drogerie-Schminke kein Full-Clam schminken kann. Das ist absoluter Schwachsinn. Was darf zum Schluss nicht fehlen? Fixing Spray. Da war die Auswahl auch wieder begrenzt. Zwei, einmal das Makeup Revolution und das von Elf Cosmetics. Elf Cosmetics gibt es noch nicht ganz so lange, deswegen habe ich versucht, nicht so viele Produkte davon jetzt hier in diesem Video zu nehmen. Obwohl ich die Produkte sehr, sehr gut finde und ich finde es richtig gut, dass es das jetzt auch in der Drogerie gibt.
Damit hält euer Make-up nochmal besser. Und ich finde das von Make-up Revolution vom Duft her, das spricht mich überhaupt nicht an. Also ich finde, das riecht richtig unangenehm. Also ich mag es gar nicht. Von der Haltbarkeit her war es eigentlich okay, als ich es mal benutzt habe. Dann nehme ich nochmal den Sponge und gehe ganz leicht überall nochmal drüber, weil durch das Fixing Spray stellen sich dann so die Härchen auf. Und diese legen wir einfach wieder damit. Meine Lieben, das ist mein fertiger Make-up-Drogerie-Full-Clam-Look. Nochmal so ein bisschen genauer anschauen. Ich muss sagen, mein Hautbild, ich bin erstaunt, sieht richtig gut aus. Also, was wirklich einen krassen Unterschied gemacht hat vorhin, war das hier. Das muss ich sagen. Also das Maybelline Master Fix, das werde ich, glaube ich, jetzt irgendwie mal öfters benutzen. Also es war irgendwie kein Produkt dabei, wo ich jetzt sage, das war mega schlecht oder so. Also der Unterschied meistens zu den Produkten, die ich sonst benutze und wenn ich dann doch mal irgendwas aus der Drogerie nehme, ist nicht unbedingt vielleicht, wie das sich erstmal auf der Haut verhält oder wie das aussieht oder wie sich es verblenden lässt. Aber oftmals ist es dann so, dass dann bei der Haltbarkeit das Ganze dann an Punkten verliert und das dann schon mega schnell bröckelig wird, überhaupt nicht hält und ja. Also wenn euch der Make-up-Look genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich unten über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns auch ganz schön bald im nächsten Video. Und ich würde sagen, tschüss!